Sagt mal ein bisschen was, was bei der EZ war. Ja, ich habe die große Ehre, 7 Menschen zu nennen, die entweder an HIV und AIDS verstorben sind oder in unserem Zusammenhalt gearbeitet haben. Ich möchte euch jetzt die Namen vorlesen und ich danke euch, dass ihr Ruhe haltet. Frank, Günther, Marcel, Margret, Roswitha und Ute. Und auch ich möchte noch 2 Namen nennen. Das war der Trainer von Germania Zündorf, Sven Fritzenwallner. Und es war jemand, den ich persönlich kannte und den ich sehr geschätzt habe und den ich auch erwähnen möchte, weil Sie hier sind heute, Walter Berzen. Und ich möchte euch bitten, jetzt, wie gesagt, 1 Minute wirklich absolut ruhig und still zu sein. Und dann, Marcella, du eröffnest dann und wir halten ab einem bestimmten Moment dann hier in diesem Ruhemoment die Fahne hoch und dann haltet ihr bitte alle mit hoch. Jetzt hier nicht siehst, das tut so unendlich weh, denn wie das Licht den Himmel bricht. Und ja, ich hab mich verliebt, hätt nicht geglaubt, dass das noch geht. Alles ist gut, ich denk an dich. Durch die Wolken, hinter den Sternen, ganz weit weg. Und trotzdem dann, ja, ich weiß, du kannst mich sehen. Für alle Zeit bist du mir nah. Und ich höre noch, wie du sagst, bleib für immer ein Original. Wenn du auf die Fresse fällst, hast du trotzdem eine Wahl. Die paar Kratzer stehen dir doch gut. Und wenn das Glück mal wieder pennt, dann schrei ganz laut, weck es auf, Zeit rennt schneller als du denkst. Mein Liebster würde dir gefallen, wenn er lacht, dann wird es hell. Er ist wirklich gut zu mir und zeigt das Leben mir die Krallen. Von dir hab ich das dicke Fell. Es hält mich warm, selbst wenn ich frier. Ich weiß, das Leben ist ne Bitch, oft ungerecht und ziemlich hart. Doch dieses Leben kann so schön sein, was dich nicht umbringt, macht dich stark. Und ich höre noch, wie du sagst, bleib für immer ein Original. Wenn du auf die Fresse fällst, hast du trotzdem eine Wahl. Die paar Kratzer stehen dir noch gut. Und wenn das Glück mal wieder pennt, dann schrei ganz laut, weck es auf. Zeit rennt schneller als du denkst. Und ich höre noch, wie du sagst, bleib für immer ein Original. Bleib so bitte. Ist ne Bitch, oft ungerecht und ziemlich hart. Doch dieses Leben kann
kann so schön sein, was dich nicht umbringt, macht dich stark. Life's a bitch. Von mir natürlich die herzlichsten Glückwünsche. Du tust so viel für unsere Stadt, einfach nur danke. Aber jetzt vor allem ein Riesendanke an das ganze Team von Come Together Cup, dass wir das wieder mit all diesen ganzen schwierigen Sachen so auf die Füße gekriegt haben, mal ein paar Stunden Freude hatten, an Leute gedacht haben und natürlich auch was für den guten Zweck getan haben. Und denkt gleich an das Lehrgut, ne? Ihr könnt das alles spenden. Ne? Und ich darf mich natürlich auch ganz herzlich bei euch bedanken für die schönen Stunden. Es tut so gut und da sind wir, glaube ich, alle mit dabei, mal wieder gebraucht zu werden. Und natürlich auch hier, lieber Ralf, du weißt, wie der Zauberhaft, der DJ unseres Herzens. An diesem Einzelnen, der hier heute geholfen hat, teilzunehmen, der geholfen hat, das auf die Füße zu stellen. Und der größte Dank gilt natürlich euch, dass ihr wieder rauskommt, mit uns Come Together Cup feiert und so ein tolles Zeichen setzt. Andreas und dein Team, vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ja, vielen Dank für deine wunderbare Moderation, liebe Julie. Da muss man einen Riesenapplaus her. Julie, voilà! Und auch ich möchte mich, wie gesagt, jetzt auch von euch im Namen von unserem gesamten CTC-Team bedanken. Aber ich möchte einen Menschen da hinten, der steht da so und guckt auf den Boden. Lieber Basti, das war ganz groß. Vielen Dank. Basti, 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 Basti. Das ist der Sebastian Lange, der hier die gesamte Verantwortung trägt. Und ich bin froh, dass er das seit einigen Jahren macht und ich bin ihm da sehr dankbar für. Und wir haben jetzt ein bisschen kleinen Ausklang. Wir werden hier noch ein bisschen schöne Musik hören. Sehr leise und von daher bitte helft mir ein bisschen hier Ordnung direkt zu haben, weil nachher, heute Abend habe ich wirklich keine Lust, nachdem ich die Dinger alle gestern markiert habe, mit noch der Unterstützung von einem Schiri, dass wir alle zu viel Arbeit noch haben. Also nehmt die Sachen, packt sie ein, nehmt alles mit, lasst bitte nichts liegen. Das ist